Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie AfD-Vertreter meiner Meinung nach zu selbstzufrieden und es sich zu einfach machend mit der falschen Strategie in TV-Talks gehen. Letztens hart aber fair mit René Springer. Zu Gast waren außerdem Hubertus Heil von der SPD, Katja Kipping von der Linken, der Journalist Nikolaus Blome und eine ostdeutsche Unternehmerin. Wie lief die Sendung ab? Die Stimmung war zunächst ganz plauschig. Am 3. Oktober würde ich eigentlich den 100. Geburtstag meines Vaters feiern, wenn er noch leben würde. Er würde auf den Tag 100 Jahre alt werden. Nicht. Ich glaube, man sollte es auf jeden Fall feiern, denn im Großen und Ganzen ist das wirklich eine Erfolgsgeschichte, muss man einfach sagen. Und es ist ein Glücksfall. Man kann ja auch mal das Glück, dass ein ganzes Land geschenkt bekommen hat, das aus zwei Teilen bestand eine Zeit lang, wieder zusammengehen durfte, bei allen Schwierigkeiten. Und klar, dieses Glück zu feiern, finde ich absolut angemessen. Man hätte ja erwartet, ein AfD-Vertreter in der Sendung, jetzt geht es richtig los, wie bei der Berliner Runde. Jetzt wird gleich gehetzt auf das Schlimmste. Aber es ging erstmal sehr gemächlich los. Frank Plasberg stimmte einen milden Tonfall an, scheinbar mild, und es ging um die deutsche Wende. Es wurde so getan, ein AfD-Vertreter in der Runde, da wurde gar nicht drüber geredet, es erschien alles ganz normal. Und hier ist der Fehler, hier ist der erste Fehler von René Springer. Er stellt sich vor, meiner Meinung nach, mit keinem guten Eingangsstatement. Der AfD-Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg kritisiert, die Kluft wird nicht kleiner, sondern größer. Viele Ostdeutsche fühlen sich von der Politik verraten und verkauft, weil sie 30 Jahre lang nur leere Versprechungen gehört haben. Und wenn ein Helmut Kohl verspricht, diese blühenden Landschaften, in denen sich zu arbeiten lohnt, was heißt das eigentlich? Dann möchte ich, wenn ich eine vernünftige Qualifikation habe, vernünftig bezahlt werden. Hinter diesen Zahlen, das wurde ja noch nicht genannt, steckt aber, dass zum Beispiel Spezialisten und Experten, also die wirklich gut Qualifizierten, sogar 1000 Euro weniger bekommen als die Kollegen im Westen. Und da lohnt sich eben Arbeit nicht. Und das lässt sich an diesen Zahlen belegen. Und das ist das Versagen der Politik der vergangenen 30 Jahre. Er sagt, ja, die Probleme würden die Leute zur AfD treiben. Und die Probleme seien nicht gelöst. Aus meiner Sicht wirkt das, ja, so ein Rumgejammer kommt bei mir nicht gut an. Und wenn man was kritisiert, dann muss man auch Lösungsvorschläge anzeigen. Das heißt, nicht hier das und das ist schlecht, sondern dann muss man sagen, so und so hätte man es machen sollen. Auf diesen Punkt wird auch noch Nikolaus Blome leider zu Recht rumhacken und wird ihn dafür bestrafen, wogegen er auch gar nichts sagen kann. Erstmal würde ich kurz auf das eingehen, was Herr Heil gesagt hat. Das müssen wir angehen. Ist ein klassischer Satz, den man in dieser Politik über Jahre und Jahrzehnte gehört hat. Und das Ergebnis sehen wir. Gibt es Orte, in denen es sich mehr zu leben lohnt als anderswo in Ostdeutschland? Im Übrigen gilt das auch für Regionen in Westdeutschland. Aber wenn 40% der Altenpfleger in Ostdeutschland im Niedriglohnsektor arbeiten, dann kann man da nicht von blühenden Landschaften sprechen. Ich will nur so sagen, Sie tun ja so, als ob Sie sozial total engagiert wären. Ihr konkretes Abstimmungsverhalten ist definitiv ein anderes von Ihrer Fraktion. Ich habe eher den Eindruck, bei Ihnen geht es am Ende nur darum, dass Sie den Leuten sagen, wir werden nichts an eurer Situation verbessern, aber wir finden jemanden, den es noch schlechter geht, wo ihr nach unten treten könnt. Sie erklären sie jetzt allesamt zu Opfern. Was offenkundig eine Masche mindestens mal Ihrer Partei ist. Mir würde möglicherweise noch eine zweite einfallen. Aber das finde ich, das trägt der inneren Einheit ganz bestimmt nicht zu. Sie schüren den Frust, den Sie nachher abkassieren. Es war also in der Sendung erstmal ruhig. Und hier ist schon der Fehler. Die AfD-Leute begreifen scheinbar alle nicht, oder es ist ihnen egal, dass die Leute zwischen den Zeilen lesen. Die AfD-Vertreter denken sich, wir sind nett und die anderen sind nicht nett zu uns. Und dann sehen die anderen, ja, die sind aber, die AfD, die ist ja doch ganz nett. Da ist doch in Wahrheit, sind die doch nett und die anderen sind böse. Also sind die anderen böse und die AfD-Leute sind nett. Und wir erkennen das, denn wir sind ja mündige Bürger und wir recherchieren das. So läuft das auch nur bei einem kleinen Teil der Bürger. Tatsächlich ist es so, dass wenn er jetzt nichts macht, so Leute wie ich oder andere, die sich informieren, die sich für die tatsächliche Wahrheit interessieren und für die das der Maßstab ist, die sind angeekelt von den anderen. Die merken sofort, boah, das ist ja eine widerliche Hetze. Nikolaus Blome, Hubertus Heil, das sind ja Heuchler. Das ist ja einfach nur widerlich. Und da muss René Springer tatsächlich nichts machen.
Aber nach diesem Schema funktionieren die meisten nicht. Sondern die meisten funktionieren anders. Es gibt zwei verschiedene Ebenen. Es gibt die tatsächliche Realität und es gibt die Anschauung in der Allgemeinheit. Die dominierende Anschauung in der Allgemeinheit. Und die dominierende Anschauung in der Allgemeinheit, oder man kann es auch nennen Frame, da kommen gleich wieder böse Kommentare wegen dem englischen Wort. Diese Anschauung oder dieser Frame, der wird beständig ausgefochten, wie die Wahrheit ist. Das heißt, in so einer Talkshow ist es ein beständiger Kampf um die Anschauung, die allgemein bindend gilt für die Leute. Momentan ist es ja so, dass die Altmedien, andere sagen die Mainstream-Medien, dominieren die Anschauung, erstellen die Anschauung. Sie haben die Kontrolle darüber, welche Anschauung gilt, unabhängig von der tatsächlichen Wahrheit. Und wenn jetzt René Springer nichts unternimmt, passiv ist, sagt, ich bin einfach nur nett und lass die anderen mal machen, dann gilt die Anschauung von den anderen in den Köpfen dieser Leute. Zudem ist es so, dass die Leute zwischen den Zeilen lesen und das auch anders interpretieren können. Wenn jetzt René Springer ganz ruhig in der Sendung sitzt, so tut, als wäre nichts gewesen. Es wurde ja noch kein AfD-Vertreter eingeladen in Talksendungen. Und wir haben jetzt September und es ist die erste Einladung eines AfD-Vertreters bei Hard Aber Fair. Als drittstärkste Kraft im Bundestag. Bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wir sind eigentlich in einer Demokratie und das ist absolut alarmierend. Und jetzt sitzt René Springer da, dann Frank Plassberg plauscht vor sich hin und er sitzt da und es ist so, als wäre alles ganz normal. Welchen Rückschluss können jetzt nämlich auch Zuschauer ziehen? Sie denken sich, okay, der René Springer, der beschwert sich nicht, es ist alles ganz normal, wenn er sich nicht beschwert, dann ist es richtig so, wie die Altmedien es machen, dass sie nicht einladen. Dann hat das seine Berechtigung. Wenn er sich nicht beschwert, hat es seine Berechtigung. Und wenn er es auch zulässt, dass die anderen ihn beständig zur Rechenschaft ziehen, also ab der 40. Minute ging es dann doch zur Sache und es war natürlich klar, dass wegen dem AfD-Pressesprecher wurde René Springer eingeladen, um ihm da eins draufgeben zu können. Das heißt, am Anfang ließ es Frank Plassberg, ließen die anderen es gemächlich angehen. Da hat dann René Springer ungewollt den Frame bestätigt, es ist alles okay, es ist alles normal. Und nachdem sozusagen der Zuschauer das gesehen hat, okay, der beschwert sich nicht, es ist alles gut, er hat sich nicht beschwert bis dahin, dass kein AfD-Vertreter gekommen ist. Er dachte wohl, es ist unpassend, er wolle jetzt nicht die Harmonie zerstören, das wäre jetzt nicht passend, das jetzt anzusprechen. Und das ist natürlich ein Fehlschluss. Wann es passend ist und wann nicht, das ist nicht eine allgemeine Verpflogenheit, sondern das muss sich die AfD selbst überlegen, ob es passend ist oder nicht, sowas anzusprechen. Und wenn in einer Demokratie die stärkste Oppositionspartei nach 9 Monate lang nicht in die Talksendung eingeladen wurde, dann sollte sich die größte Oppositionspartei überlegen, dass man das sofort ansprechen muss, dass es ein Skandal ist und das muss dann auch sofort kommen. Dass sie das nicht tolerieren. Auf jeden Fall nicht einfach so tun, als wäre das normal. Sie müssen jetzt dem Bürger mitteilen, das ist nicht normal. Sie müssen jetzt auch das erklären, dass die anderen fehlerhaft sind. Wenn sie das nicht klar machen, dass mit den anderen was nicht stimmt, dann denkt der Bürger, okay, die sagen ja nichts, mit den anderen stimmt alles. Frank Plassberg und die anderen stellen sich selbstgerecht als Richter hin. Und jetzt kommt, ja, die AfD hat ja immer Skandale. Oder Blome ganz frech, ja, es gibt keine Sacharbeit bei der AfD. Also wir nehmen jetzt mal mit, als Neonazi fliegt man aus der AfD, wenn man von Vergasen redet. Aber auch keinen Tag vorher, oder? Ich habe von heute aus der Presse, wie Sie wahrscheinlich auch davon erfahren. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir bei 30 Jahren Deutscher Einheit so viel über die AfD reden müssen, aber wir müssen drüber reden. Und was mich wirklich frappiert, sind zwei Dinge. Von Einzelfällen kann man nicht reden. Sie haben für Alexander Gauland gearbeitet, der den Nationalsozialismus einen Fliegenschiss der deutschen Geschichte genannt hat. Sie haben in Brandenburg mit Herrn Kalbitz zusammengearbeitet, der offensichtlich eine tiefbraune Identität hat. Sie haben Björn Höcke in Ihren Reihen und noch ein paar andere, die offensichtlich keinen Strich hinbekommen. Und das können Sie nicht verniedlichen mit Einzelfällen. Was René Springer verpasst hat, sagen, Sie suchen jetzt die wenigen Schwachstellen von der AfD, hacken darauf rum auf unverhältnismäßige Weise.
Darauf muss erstmal René Springer beharren und muss auch deutlich machen, was die AfD alles leistet. Die Arbeit im Bundestag, wie auf der AfD da rumgehackt wird. Er muss jetzt all das beleuchten, was die Altmedien nicht beleuchten. Es ist das Gleiche wie in allen Runden, wie bei Michael Ballweg, wie bei Markus Heinz. Er muss in der Runde, er muss sich eine Liste machen im Vorfeld und muss sich überlegen, was will ich den Leuten sagen. Die AfD wird ja vom Bürger ferngehalten bei der Wahl in Hamburg. Die AfD konnte keine Wahlveranstaltung abhalten. Sie werden in keine Talkshows eingeladen. Sie werden als Nazis hingestellt, als Rechtsextreme, als unmögliche Menschen, als Unmenschen. Sie werden entmenschlicht und sie kommen eigentlich nicht zu Wort. Sie können sich nur verteidigen und es werden dann immer diese Schwachstellen herausgegriffen. Und dann wird den Leuten suggeriert, diese Schwachstellen immer wiederholend aufblähend, wird die ganze AfD damit in Verbindung gebracht. Da wird suggeriert, die AfD ist rechtsextrem. Das ist das einzig Relevante. Indem sie es immer mit der AfD zusammen spielen, wird bei den Leuten eine Verbindung erzeugt. Bei uns auch selbst gräbt sich diese Außenseiterrolle ein, dieses Problembewusstsein AfD-Rechtsextremismus. Das ist aber nur der Fall, weil die Medien sich die Sachen alle raussuchen und es die ganze Zeit spielen. Was sie ja bei den anderen Parteien genau nicht machen. René Springer muss die Schwächen auspacken von den Altmedien und muss jetzt das nochmal erinnern. Die Silvesternacht von Köln, hätte er Nikolaus Blome fragen können, ja, wie investigativ war denn Nikolaus Blome da gewesen? Oder Hart aber fair, wann hat denn Hart aber fair von der Silvesternacht von Köln berichtet? Sämtliche Vergehen der Altmedien kann er jetzt aufzählen. Globalen Pakt für Migration, wie hat Frank Blasbeck darüber berichtet? Dann Klima, CO2-Treibhauseffekt. Wurde da auch mit anderen Leuten diskutiert, außer mit Guido Rai? Es wurden nie Experten, die das vertreten, dass es keinen CO2-3-Effekt gibt, nie wurde mit ihnen diskutiert, sich damit auseinandergesetzt. Dann die Hetzjagd-Lüge von Chemnitz. Wie investigativ waren Nikolaus Blome und Frank Plasbeck da? Sie haben es verschwiegen. Damit muss er sie angreifen. Dann der untragbare Wahlkampf in Hamburg, dass die AfD keine Wahlkampfveranstaltung machen konnte. Wie ausführlich hat denn Frank Plasberg darüber berichtet, über diese Benachteiligung, über den Terror von der Antifa gegen die AfD die ganze Zeit. Geschwiegen hat Frank Plasberg und Nikolaus Blome. Es ist ja so, diese Leute stellen sich als Richter hin. Und René Springer greift sie dafür nicht an. Er lässt sie einfach in der Richterrolle. Er verteidigt sich nur und sie haben dadurch nichts zu verlieren. Herr Springer, wie halten Sie es mit Ihrem Wissen, Ihrem Verstand, Ihrer Erziehung, Ihrer Herkunft, ich sag mal Ihrem Charakter, so wie wir den kennengelernt haben, in einer Partei aus, in der ein solcher Mensch 6 Jahre spricht, auch für Gauland, für den Sie auch gearbeitet haben? Wie ist das vereinbar? Wie hält man das aus? Also zunächst möchte ich sagen, dass ich diese Aussagen für absolut abscheulich, ich halte sie für absolut abscheulich, sie sind durch nichts zu erklären, durch nichts zu rechtfertigen. Haben Sie sie überrascht? Ich komme sofort darauf. Die fristlose Kündigung war mehr als gerechtfertigt. Menschen, die sich so äußern, haben weder in irgendeiner Stelle der AfD noch in der Partei etwas zu suchen. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Die Leute denken sich nicht, aber das ist ja ungerecht, dass die jetzt angreifen. Das denken vielleicht Leute wie wir, aber die meisten Leute denken sich, okay, das sind die Guten, denn René Springer sagt ja nichts Schlechtes über sie. Und wenn er nichts Schlechtes über sie sagt, dann hat er nichts zu sagen. Die anderen greifen ihn an, aha, sie haben Argumente gegen ihn. Wenn René Springer jetzt nichts zu sagen hat, keine Kritikpunkte hat oder die nicht vorbringt, dann ist da einfach nichts. Und er könnte so viel bringen. Er könnte auch über die Hetze von Hanau, wie über Hanau berichtet wurde, überhaupt über Attentäter, wie das instrumentalisiert wird, dass dann der Vater in Wahrheit Grüne war, dass darüber auch nichts berichtet wird. Dann natürlich muss er ganz groß rausbringen, die AfD wird ausgegrenzt, wird in keine Talkshows eingeladen. Dann könnte er bringen, das Innenministeriumspapier über Corona wurde auch unten gehalten. Was hat Hart aber fair, was hat Nikolaus Blome darüber berichtet? Dann kann er auch noch bringen, es werden ja nicht nur Leute von der AfD ausgegrenzt, sondern es wird noch eine Vera Lengsfeld ausgegrenzt. Ein Hans-Georg Maaßen wird schlecht gemacht. Die dubiosen Umstände über seine Ablösung, da findet investigativ gar nichts statt. Mit diesen Fakten, das sind ja alles harte Fakten, wo die anderen gar nichts sagen kann. Da kann er in der Diskussion sofort eine dominante Position einnehmen. Weil er kann sie da greifen. Und mit diesen ganzen Fakten, oder auch jetzt jüngstens die Demonstrationen in Berlin, mit diesen gefälschten Fotos, dass dem auch nicht nachgegangen wurde, wo Fotos von 13.30 Uhr als Fotos von 16 Uhr deklariert wurden, was aber faktisch anhand des Sonnenstands man zweifelsfrei nachweisen konnte, dass es gefälscht ist, dass bei der Teilnehmerzahl gelogen wurde, dass nicht investigativ nachgefasst wurde,
von den Altmedien. Das alles hat er, da greift er sie. Und da kommen sie nicht raus. Und damit kann er sie in der ganzen Diskussion, damit kann er sie komplett zerstören. Also es ist so ein komischer Ausdruck, aber er kann ihre Reputation zerstören. Es ist so. Und dabei muss er nur bleiben. Er darf sie da nicht rauslassen. Und er muss es sozusagen so weit provozieren, dass Frank Plasberg ihn aus der Sendung rausschmeißen will. Er es aber nicht kann, weil es dann so wirkt, dass er flieht. Sie haben es ja geschafft, dass sie Björn Höcke rausgeekelt haben. Sie haben ihn so lange provoziert, bis er das Handtuch geworfen hat. Und dann hat es so gewirkt, als wäre Björn Höcke davongelaufen. War meiner Meinung nach ein absoluter Fehler, dieses Interview abzubrechen. Björn Höcke hätte damals einfach eine Themenlenkung betreiben müssen auf die Fragestellung von dem Reporter, wie lange er das Thema spielt, dass er damit eine Verbindung aufbaut zu AfD-Rechtsextremismus. Und dann fällt diese ganze Fragerei von diesem Reporter, fällt sofort negativ auf den Reporter zurück. Indem Björn Höcke ihm den Spiegel vorhält, was er macht, seine Propagandamethoden vor den Leuten aufzeigt, werden sie wirkungslos und fallen noch auf den Reporter selbst zurück. Und genauso muss es René Springer machen. Nikolaus Blome und diese ganzen Leute, es ist ja so, als würden sich Diebe, Verbrecher, zu Richtern aufspielen, die also tagtäglich Verbrechen begehen. Und er, der eigentlich sich fast gar nichts zu Schulden kommen hat lassen, der im Gegenteil ein redlicher Bürger ist, er verteidigt sich jetzt vor solchen Verbrechern, die jeden Tag täuschen. Ich denke, viele Leute merken das auch. Oder die wissen das und die merken dann einfach, das ist schwach von René Springer. Das ist einfach schwach, er lässt sich hier verarschen. Und sich verarschen zu lassen, das ist schwach. Viele Leute, die wollen den Stärkeren hinterherlaufen. Und wenn man sich eben veräppeln lässt, so gegängelt wird, sich mobben lässt, auf so einfache Weise, dann finden viele Leute das bemitleidenswert oder erbärmlich. Aber es ist wie der Gemobbte in der Schule, wo es dann nicht wie bei Disney ist, dass die ganzen Leute ihn den Gemobbten mögen, sondern die Leute wenden sich vom Gemobbten ab. Das ist die Realität. Und genauso ist es hier auch. René Springer und die AfD werden gemobbt und er merkt das gar nicht oder er wird halt ausgetrickst. Er bemerkt es nicht, rechtfertigt sich und die Leute ja, merken, oh ja, was für ein Trottel. Also tut mir leid, aber das ist hart gesagt, ist es so. Oder es ist ihm egal. Aber dann muss man ihm schwere Vorwürfe machen, weil es ist ja auch so, in Zukunft, wenn jetzt die AfD ein schlechtes Wahlergebnis bekommt, dann wird der Druck auf die Leute, die sich öffentlich zur AfD bekennen, noch massiv ansteigen. Es ist ja schon so, dass man sich kaum bekennen kann, dass man Angst haben muss, gekündigt zu werden. Und dieser Druck wird massiv zunehmen. Und vor allen Dingen, wenn die AfD-Vertreter es zulassen, dass die Anschauung über die AfD, dass sie Rechtsextremisten sind, wenn er diese öffentliche Anschauung zulässt. René Springer hätte es in der Sendung so einfach gehabt. Er muss einfach nur diese ganzen Fakten bringen und dann hat er sie. Und dabei muss er einfach nur bleiben. Und da geht er überhaupt kein Risiko ein. Das ist eine aggressive Themenlenkung. Und dadurch, dass er diese Themenlenkung betreibt, geht er überhaupt kein Risiko ein. Er kann dann diese Vorwürfe gegen die AfD, da sagt er einfach nicht unverhältnismäßig Fehler, aber unverhältnismäßig in der Gesamtbetrachtung, beendet er das Ganze und sagt, ja und ihr, wie sieht es denn bei euch aus? A, B, C, D, E, F, G. Listet er alles auf, muss natürlich auch im Kopf haben. Also ich habe ja auch hier gerade so eine Liste gemacht mit diesen ganzen Sachen, mit dem Pakt für Migration, diese ganzen Sachen, das vergisst man mit der Zeit und man hat es dann in der Situation nicht im Kopf. Aber das muss man auswendig wissen und das dann alles runterbeten können. Und dann wird es auch in den Leuten der Köpfe wachgerufen. Nikolaus Blome und sowas sollen sie sagen, sie können nichts sagen. Wenn jetzt René Springer sie plump attackiert und sagt, ihr seid die Lügenpresse, ihr seid die Bösen, ihr seid ganz schlecht, dann ist das nicht aggressiv, dann ist das keine aggressive Themenlenkung. Also das ist aggressiv, aber plump. Das bewirkt gar nichts. Weil dann sagen sie, ja, das behauptest du, das ist aber gar nicht so. Ihr seid ja hier Verschwörungstheoretiker, ihr seid ja verrückt. Das ist ja völliger Blödsinn, wir sind die seriöse, ehrliche Presse. Die Altmedien leugnen ja, täuscherisch zu berichten. Sie stellen sich ja hin, wir sind die gute Presse. Und viele Leute glauben das. Also es ist so, wir können uns das nicht vorstellen, aber viele Leute glauben, dass die Öffentlich-Rechtlichen seriös berichten und dass auf YouTube, das ist alles unseriös und es sind irgendwelche Verrückte. Das ist der Frame, den die Altmedien verbreiten und den viele Leute glauben. Und den kann er hier mit Fakten, wo die Hard Aber Fair, Nikolaus Blome und das sind auch die wichtigsten Gegner, Katja Kipping und Hubertus Heil, die kann er gerade, das sind natürlich auch eklige Leute, aber die kann er eigentlich links liegen lassen. Er muss Nikolaus Blome und Frank Plasberg angreifen.
weil diese Leute in der Hierarchie über den Politikern stehen, weil die Altmedien in Wahrheit den Kurs bestimmen, weil sie bestimmen, sie steuern die Leute oder manipulieren die Leute mit ihrer Berichterstattung und die Leute wählen dann die entsprechenden Politiker. Das heißt, die Medien bestimmen, wer gemocht wird und wie die Leute die Themen sehen durch ihre Berichterstattung, durch Täuschung, aber vor allen Dingen durch Lüge natürlich, aber vor allen Dingen durch Verschweigen. Die Lüge ist in der Hauptsache, dass sie redlich berichten, das ist eigentlich die hauptsächliche Lüge. Und das, die Methode, die sie aber anwenden, sind in der Hauptsache unausgewogenes Verschweigen, unausgewogenes Hervorheben und manipulative Sprache. Die AfD-Leute haben nicht ohne Grund ganz wenig Zeit. Höchstens Jörg Meuthen bekommt Zeit eingeräumt, wenn er Teile der Partei angreift. Die AfD-Leute müssen verstehen, warum sie nicht gern eingeladen werden. Und sie werden nicht gern eingeladen, vor allem aus dem Grund, weil das der Altmedienframe zerstört wird, wenn er die Fakten nennt, die die Altmedien verschweigen. Weil diese Fakten dann die Anschauung, den Frame, den etablierten Frame der Altmedien ins Wanken bringen oder ihn zerstören. René Springer hätte hier ganz viel erreichen können. Jeder AfD-Vertreter kann in einer einzigen Runde wahnsinnig viel erreichen. Aber bis jetzt kommen immer nur solche passiven Auftritte. Weil diese Leute immer denken, ja, sie greifen nicht an, damit, oder was heißt sie, mit dieser unangenehmen Themenlenkung. Es muss sich unangenehm anfühlen. Sie müssen die Harmonie stören. Wahrscheinlich werden sie vorher eingelullt. Dann ist dann vor der Sendung alles ganz nett. Ach ja, wir sind ja doch Freunde. Und dann kriegen sie in der Sendung eins drauf. Sie dürfen sich nicht einlullen lassen und sie müssen unangenehm sein. Es muss sich unangenehm anfühlen. Sie müssen die Harmonie stören. Weil sie werden eingelullt. Sie müssen sich mal anschauen. Sie müssen sich mal die vergangenen Hard Aber Fair-Sendungen anschauen. Wie sie fertig gemacht wurden. Wie sie entmenschlicht werden. Oder sie sich Sendungen der Berliner Runde angucken, was los ist in den Altmedien, wie mit ihnen umgegangen wird. Und das dürfen sie dann nicht vergessen, mal ein paar nette Worte vor der Sendung, dann ist alles wieder okay, jetzt sind wir wieder Freunde. Sondern sie dürfen das nicht vergessen. Sie müssen einfach sehen, das sind Feinde. Und genauso müssen sie behandeln. Das können sie sich nicht aussuchen. Die Altmedienfeinde haben uns Bürgerlichen den Krieg erklärt. Wer steckt hinter den Altmedien? Das sind irgendwelche Linken, in Anführungszeichen, die Altmedien mit der Zeit gekapert haben und sie jetzt dominieren und die ganzen normalen Leute rausgedrängt haben. Und diese Leute haben uns den Krieg erklärt. Und das können wir uns nicht aussuchen. Und wenn sie nett zu uns sind oder umgänglich erscheinen, dann ist das alles nur ein Trick, um uns einzulullen. Wahrscheinlich haben sie René Springer auch eingelullt. Darauf darf man nicht eingehen. Man muss ganz logisch bleiben, was haben sie gemacht. Und was sie gemacht haben, ist extrem schlimm. Und das müssen sie sich bewusst werden. Sie verstehen wahrscheinlich nicht das Motiv. Warum machen sie das? Aber das versteht man nicht. Warum hat jetzt Hitler die Juden ermordet? Es hat was Satanisches. Und es ist ja des Teufels List, den Menschen weiß zu machen, den Teufel gibt es nicht. Die Linken etablieren die Anschauung, ja, die ganze Welt, alle Menschen sind lieb, es liegt nur an der Erziehung. Aber das ist nicht die Wahrheit. Es gibt Bösartigkeit. Es gibt gutes Handeln und es gibt böses Handeln. Und es gibt die niederträchtigsten Motive. Und man muss einfach rational feststellen, wie diese Leute handeln, wie sie die AfD-Leute aus den Berufen drängen wollen. Das ist nicht normal. Das ist kein politischer Wettbewerb, wie Baumann es sagt. Das ist nicht mehr normal. Das ist satanisch. Und uns soll es hier an den Kragen gehen. Die haben uns den Krieg erklärt. Die behandeln uns absolut wie die schlimmsten Feinde. Die behandeln uns nicht wie Menschen. Die wollen uns fertig machen. Und dann muss man diesen Feind bekämpfen. Mit allem, was wir haben. Sonst gehen wir unter. Es ist nicht so, wir sind jetzt nett zu denen, dann sind die auch wieder nett zu uns. Nein, die AfD-Leute, wir sind die ganze Zeit nett zu denen und sie machen uns immer weiter fertig. Wir müssen uns wehren. Und das heißt, in so einer Sendung das Mindeste, unangenehm zu sein, diese Leute zu blamieren, ihre ganzen Schwächen offen zu legen. Das fühlt sich natürlich an, man spürt das in der Sendung. Wenn man die Fakten bringt, wie man sie fertig macht, wie man sie entblößt, wie man sie, ja, irgendwie auch ihre existenziell kaputt macht, indem man sie entblößt öffentlich. Das ist so. Wenn man jetzt sich entschließt, man ist hart, dann macht man diese Menschen kaputt. Man zerstört auch, naja, das ist jetzt etwas übertrieben, aber man fühlt es, dass man diesen Menschen wehtut. Aber es sind Feinde, sie haben uns den Krieg erklärt. Wir wollen das nicht, wir wollen nicht so sein, aber wir müssen rational sehen, wir sterben, wenn wir nicht hart sind, wenn wir uns nicht verteidigen. Wenn wir uns nicht verteidigen, dann ist das unser Untergang. Deswegen müssen wir anfangen zu kämpfen, muss die AfD
die AfD steht, ist nur stellvertretend für das Bürgertum. Das ganze Bürgertum oder sag ich mal alle Menschen mit Rückgrat müssen diese Gefahr erkennen und müssen anfangen zu kämpfen. Und zu kämpfen heißt, dass man hart ist. Dass man hart ist gegen diese Leute. Kein Erbarmen in so Situationen. Wenn man sich anguckt, was die gemacht haben. Was sie zum Teil, was das für Leute sind. Natürlich, wenn jetzt jemand noch nichts Schlimmes gemacht hat, dann kann man Erbarmen haben. Aber wenn man sich mal diesen Nikolaus Blome anguckt, diese ganzen Altparteienpolitiker in der Berliner Runde, wie sie ausgeteilt haben, was sie machen, wie sie Menschen einfach vollkommen entmenschlichen. Das ist absolut verbrecherisch. Und diese Leute haben dann ausgespielt. Da kann es kein Erbarmen geben. Sondern diese Leute müssen mit demokratischen Mitteln natürlich in so Sendungen bekämpft werden. Und das tut man einfach, indem man die Fakten einfach offenlegt. Und man spürt, wie man sie vor den Leuten, wie man sie erniedrigt damit natürlich. Wie sie mit einmal schlecht dastehen. Das fühlt sich unangenehm an, aber das muss man machen. Und man muss es mit aller Kraft machen. Weil es geht hier um unser Überleben. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut.